Heute teste ich für dich die neue Aquarius 60 Plus von Aquamedic. Bereits vor dem offiziellen Marktstart habe ich die Gelegenheit, die neue Aquarius Plus Reihe zu testen und zeige dir in diesem Video, was ist der Unterschied zwischen der alten Aquarius und der neuen Plus Reihe. Es hat sich rein äußerlich nicht viel verändert, sondern das Ganze spielt sich im Inneren ab. Wenn du die Reihe Aquarius von früher vielleicht noch kennst, die ja immer noch aktuell ist, dann gab es die 30er, die 60er, die 90er und die 120er. Das hat so in etwa die Leistung der Lampe wiedergespiegelt. Und bei der neuen Aquarius Plus Reihe hat sich das ein bisschen verändert. Denn die 60er, die hat nicht so wie die alte früher 65 Watt und 4160 Lumenmeter, sondern die neue Reihe hat 77 Watt und 4900 Lumen. Also da ist ein bisschen mehr Power drin verbaut. Schauen wir uns doch mal an, wie die ganze Lampe überhaupt aufgebaut ist. Und zwar sehen wir hier ein erstmal eloxiertes Aluminiumgehäuse und zwar ohne Lüfter. Denn hier reicht absolut die Abstrahlung der Lampe aus, um die LEDs abzukühlen. Das finde ich ist eine sehr, sehr wichtige Geschichte in Sachen von Geräuschpegel bei Aquarien. Ich mag es, wenn die Aquarien sehr, sehr leise sind. Klar, kann man da jetzt keine 500-Watt-Lampe ohne Lüfter verbauen. Das, glaube ich, funktioniert nicht sehr, sehr lange, weil dann würden die LEDs... Zu heiß werden und die Lebensdauer geht absolut in den Keller rein. Aber hier reicht die Abstrahlung absolut aus bei der Leistung und ähm, die Lampe ist mucksmäuschenstill. Wenn du die Lampe auspackst, erschreck dich nicht, denn du hörst erstmal, irgendwas rappelt hier rum und ich dachte erst, oh je, <laughs> ist da vielleicht unterwegs was kaputt gegangen? Aber nein, es sind lediglich die Muttern, die hier in der Nu drin und her rutschen. Denn du kannst ja die Halterung, wenn du den, die Lampe von hinten befestigen möchtest, hier an diesen Muttern dann befestigen. Also, wenn es da drin rumrutscht, ist alles in Ordnung und nichts kaputt. An den Seiten haben wir ähm, Kunststoff-Abdeckkappen. Und ähm, es gibt nur einen einzigen Knopf hier an der Seite. Der ist für die Werkseinstellung der Lampe. Und das sagt uns, die Lampe arbeitet mit WLAN. Das sieht man auch. Man kann das Modul hier von der Seite sehen und sie ist steuerbar nur über dein Tablet oder über dein Smartphone für Android oder Apple. Ist eine schöne Sache, finde ich. Ist Geschmackssache. Ich mag es sehr, sehr gerne, denn ähm, ich stelle die Lampe sehr, sehr gerne am Telefon ein und ich werde dir auch in diesem Video zeigen, wie das Ganze funktioniert. Wenn ich jetzt auf die Lampe drauf gucke und mir die LED-Module anschaue, dann sieht man erstmal alles komplett ist nur noch voller LEDs und die entsprechenden Treiber da drauf. Man sieht zwei große LED-Modulplatten, die hier in, ineinander verbunden sind. Und das Ganze ist halt modular aufgebaut. Das heißt, das ist ja die 60er, die 30er wäre halt nur ein Modul und die 90er wäre dann drei Module. Das hat für mich wenn ich drüber nachdenke, den folgenden Vorteil, dass, wenn mir mal die Lampe kaputt geht, dann ist das einfacher, Ersatzteile zu beschaffen und für den Hersteller natürlich auch viel, viel einfacher, in der ganzen Lagerlogistik zu arbeiten. Denn ähm, er braucht sich immer nur diese Module hier ähm, hinzulegen und muss nicht für jede Lampe oder für jede Reihe ein komplettes Modul auf Lager legen. Das macht es für uns dann wieder. Ähm, Preiswerter im Einkauf natürlich. Das heißt, der Hersteller kann diese Lampe günstiger im Handel anbieten, als wenn er dann für jede Größe irgendwie ein Modul entwickeln muss. Ansonsten ist sie wieder sehr, sehr schlicht aufgebaut. Ähm, Finde ich sehr schön, denn eine Beleuchtung soll über den Aquarium ja nicht ablenken, sondern sie soll lediglich das Aquarium beleuchten. Und man möchte ja gerne die Korallen und die Fische betrachten und nicht irgendwelche LEDs oder irgendwelche Lüfter, die einen ablenken, denn der Fokus soll ja eigentlich auf dem Becken bleiben. Deswegen finde ich es schön, wenn eine Lampe sehr, sehr schlicht aufgebaut ist und einfach nur die Power runter in das Becken reinbringt. Was sehr auffällig bei dieser Lampenreihe ist, das ist die Kabellänge zum Netzadapter. So, wenn ich jetzt mal hier rüber packe und mal die Leitung ziehe, dann kommt nach 1,40 Meter die Schnittstelle der Stecker, was heutzutage ja Standard ist bei LED-Lampen, was ich eigentlich auch schon voraussetze. Denn ich möchte nicht das dicke Netzteil irgendwie hinter dem Schrank hin und her ziehen, sondern es reicht mir wirklich, wenn ich das Kabel da durchfädeln muss. Wenn es zum Beispiel eine Nachinstallation ist, wenn schon Wasser im Becken ist und da will ich, da kann ich nichts mehr von der Wand drücken. Ne? Da muss das Kabel einfach da durch. Da hat man so ein bisschen Spalt und da darf, da darf ich kein Netzteil durchziehen. Das heißt, wir haben an der Lampe selber 1,40 Meter Leitungslänge und dann kommt. Nochmal 1,40 Meter bis zum Netzteil, was natürlich im Lieferumfang enthalten ist. Das heißt, wir haben 2,80 Meter Leitung vom Netzteil zur Lampe hin und du kannst die Lampe quasi oben installieren und das Netzteil kommt in den Keller. Ja? Dann kommt nochmal die 230-Volt ähm, Seite und da haben wir nochmal 1,40 Meter. Also wer da nicht mit zurechtkommt bei seinem Becken, wofür die Lampe geeignet ist, dann weiß ich es auch nicht. Zu der Lampe gehören natürlich nicht nur die Lampe selber, ein schönes langes Kabel, Netzteil und Netzstecker, sondern auch Bedienungs- und Montageanleitung und der Halter für die Lampe, also, dass du die Lampe auf dein Becken drauf stellen kannst. Und da sind dann diese kleinen Winkelchen dabei und diese Winkel, damit du die Lampe quasi in der Breite und in der Höhe einstellen kannst. Schrauben Adapter und Werkzeug. Ich würde sagen, ich baue jetzt das Ganze mal zusammen und dann gucken wir uns an, wie die Lampe aussieht. Die Montage für die Halterung ist, denke ich, mal plausibel. Das ist jedem einleuchtend, dass die Kreuzschlitzschrauben hier für die Adapter sind und dass die Madenschrauben dann nachher dieses Gestänge hier halten. Wenn du das Ganze aufbaust, und zusammen montierst, dann kommt dir das erst so ein bisschen labberig vor, weil halt noch nicht alles angezogen ist. Und mein erster Gedanke war eigentlich, wenn ich mit diesem Gestänge auf einem 80er Becken bin und ähm, das, das Gestänge steckt in der Seite und hat schon relativ großen Abstand zum Beckenrand, dass die Lampe durchhängt. Aber wenn ich mir das angucke, das ist. Das ist total gerade, das sieht sehr gut aus und es ist stabil. Also ähm, da kannst du dich echt mal trauen, auch wirklich anzupacken, dass da, da fällt dir nichts ins Wasser. Ne? Also, wenn du das Gestänge in die Lampe reinschiebst, ähm, wundere dich nicht, dass das stramm ist. Denn dadurch kommt das Ganze erst in eine Stabilität, damit dir halt nicht irgendwie die Lampe über dem Becken rumlabert oder sowas. Ne? Also, ich bin echt gespannt, wie das nachher aussieht, wenn die Lampe auf meinem Becken ist. So sieht die Aquarius 60 also über meinen frischen 80x40x40er Becken aus. Und wie du die Lampe programmierst, das zeige ich dir jetzt. Du solltest dir die AMLED-App runterladen und als erstes dich mit der Lampe per WLAN verbinden. Das heißt, es ist eine Direktverbindung. Ähm, stell dir vor, Direktverbindung. Im Keller ist immer sehr positiv, wenn du zum Beispiel keinen Empfang zu deinem Router hast. Das heißt, es ist eigentlich nichts Negatives. So eine Direktverbindung heißt ja auch, man hat in dem Moment mit seinem Telefon keinen Internetzugriff. Aber gerade dieses Beispiel unten, wenn du gar kein WLAN-Netz dort unten hast, dann ist das eher positiv zu sehen. Aber nichtsdestotrotz, selbst im Wohnzimmer, wenn du es da stehen hast, kannst du nachher die Lampe in dein WLAN-Netz einkoppeln. Und immer wenn du darauf zugreifen möchtest, auf die Lampe, hast du natürlich auch gleichzeitig Internet. Also ich zeige dir jetzt als erstes mal, was du machen musst. Du musst in dein WLAN-Netz reingehen und siehst dann zum Beispiel das WLAN-Netz AMLED AA007. So, dann klickst du auf das Netz drauf und dann möchte dir als erstes natürlich ein Passwort haben und das Standardpasswort ist 12345678. Dann verbinden wir uns mit der Lampe und das Ganze dauert ein, zwei Minuten, bis das wirklich mal extrem fest gekoppelt ist als allererstes und dann... Im späteren Verlauf ist das überhaupt gar kein Problem, dann funktioniert es sofort. Aber am Anfang kann es manchmal so ein kleines bisschen dauern, bis die Verbindung wirklich stabil da ist, aber das ist überhaupt gar kein Problem. Hat sich das Telefon dann mit der Lampe verbunden, kannst du die App starten. Und wenn da jetzt noch nicht ein, ein Typ drinne steht, dann geh auf Searchlight und dann kann das auch mal so eine Minute dauern, bis es angezeigt wird, dann mach das Häkchen da rein und sag Connect to Light und dann siehst du normalerweise die aktuelle uhrzeit und die lampe ist dann in irgendeinem modus sehr wahrscheinlich eingeschaltet und siehst dann die kanäle von a bis f irgendeine prozentzahl was dann halt gerade die lampe für eine einstellung hat die app bringt jetzt ähm die Menüpunkte mit sich. Das über Connect kannst du halt mit mehreren Lampen dich verbinden. Über Home bist du halt in diesem Bildschirm drinne. Und wenn du auf Settings gehst, dort zum Beispiel, was ich gerade schon angesprochen habe, ist Join the Router. Das heißt, du bindest die Lampe damit in dein WLAN-Netz ein und hast dann, wenn du darauf zugreifst, natürlich auch immer Internetzugang, damit du ja im Facebook und WhatsApp gleichzeitig Multitasking machen kannst. Ansonsten kannst du die resetten und natürlich ein firm ähm, eine Firmware-Update machen, äh, ist überhaupt gar kein Problem. So, ich habe die Lampe natürlich jetzt auf, mein, auf meine Bedürfnisse beziehungsweise ich versuche es auf die Bedürfnisse der Korallen einzustellen und bin folgendermaßen vorgegangen. Als erstes gehe ich auf Manual. Im Manual-Modus siehst du jetzt gerade die Kanäle, wie sie zufällig jetzt eingestellt sind zu dieser Tageszeit. Ich dimm jetzt einfach mal ähm, die einzelnen Kanäle runter und oben drüber siehst du. Das Lichtspektrum. Das heißt, wenn du das Wissen hast, was deine Korallen für ein Spektrum benötigen, dann könntest du das theoretisch darauf einstellen. Ich weiß es nicht für meine Korallen. Ich weiß auch nicht, aus welcher Tiefe die kommen und was dort für, für Spektren oder für Intensitäten herrschen. Ähm, ich mache das einfach nach bestem Wissen und Gewissen. Sage einfach SPS nach oben, LPS nach unten. Und generell fange ich am Anfang erstmal an, bei einer neuen Lampe die Korallen sowieso im unteren Bereich, wenn ich das Becken neu starte, erst zu so positionieren und ähm, lasse sie dann langsam nach oben wandern. Aber ähm, hier fangen wir jetzt einfach mal an und gehen die einzelnen Kanäle durch. So ist es natürlich dunkel, das ist doof. Ähm, der Kanal A ist der weiße Kanal. Ist klar, dass das jetzt mit Fadenalgen im Hintergrund, weil das Becken noch so jung ist, ähm, sehr braun und öde aussieht. Aber das ist bei jeder Lampe so, wenn du nur weiß anhast, dann sieht es immer braun aus. Deswegen gehen wir mal von dem braunen Kanal, von dem weißen Kanal weg und gehen direkt zu dem Kanal, den man eigentlich gar nicht sehen kann. Das ist das UV-Licht. Und zwar sind hier vier LEDs drinne, die ein UV-Licht auf das Becken draufstrahlen. Und die sind sehr, sehr schwach. Also erschreckt nicht, wenn du diesen Kanal anmachst. Das ist einfach, damit wir das UV-Licht in das Becken reinbringen. Wie weit es wirklich eindringt in das Becken, habe ich keine Ahnung von. Aber ein Kanal ist da. Und wenn du ihn auf 100% siehst, dann sieht man ihn fast nicht. Also ist alles richtig. Der nächste Kanal. Ist der Royal Blue, das ist dann denke ich mal so die Blaulichtphase, die wir alle immer am Abend haben. Der D ist der Purple, das ist dann das Gemischte mit dem Royal Blue zum Beispiel, bringt das nochmal ein ganz anderes Bild, ähm, eher so dieses lilane Fluoreszieren da rein. Und dann Kanal E, das ist der normale blaue. Und in F kommt dann zum Schluss der rote Kanal. Von dem Mischen her bin ich A und F, also der weiße und der, der rote Kanal, die mein Empfinden lasse ich meistens immer nur bei 50 Prozent, weil mir das einfach nicht gefällt. So, also diese manuelle Einstellung, du siehst, wenn ich hier irgendetwas einstelle, die Lampe, die reagiert sofort da drauf. Und jetzt musst du dir vorstellen, wenn du deinen Tagesablauf programmieren möchtest, welche ähm, Szene möchtest du denn jetzt eigentlich haben? Das heißt... Du stellst dir jetzt für jeden Tagesabschnitt die Szene nach, die du haben möchtest. Ich sage jetzt mal der, im, im Mittag. Im Mittag ist ja sehr viel auf 100 Prozent meistens und hast einen größeren Weißanteil. Dann merkt dir einfach diese Einstellung oder mach dir kurz einen Screenshot mit dem Handy und sagst, pass mal auf, das ist meine Mittagseinstellung. Und dann zum Nachmittag geht der Weißanteil langsam runter. Der Rotlichtteil, der bleibt dann noch. Ich mache das meistens so, dass... Das Weiße und das Rötliche dann so ab 18 Uhr verschwinden und dann lasse ich die blauen Kanäle und die, den Purple lasse ich dann meistens noch an und ziehe die dann von 18 bis 22 Uhr einfach nur langsam runter. Das kann aber jeder machen, wie er es für richtig hält und das ist natürlich absolute Geschmackssache. Aber du musst dann einfach sagen, pass mal auf, ich mache jetzt hier über den Tag vielleicht fünf oder sechs Dimmpunkte und du merkst dir die Konfiguration, wie du dir eingestellt hast. Du, die brauchst du nachher gleich, das zeige ich dir in der Programmierung. Du kannst jetzt wieder zurückgehen in den Homescreen und dann ähm, wird die Lampe automatisch wieder dahin dimmen, wie sie im Programmpunkt zu so dieser Uhrzeit gerade ist. Oder du machst dieses kleine Schloss da rein und könntest diese Einstellung einfach erstmal lassen. Denn dann springt sie nicht automatisch zurück. Du kannst einfach erstmal betrachten, gefällt mir das, sehen Korallen so aus, wie du das haben möchtest. Und kannst dann das Schlösschen wieder rausnehmen und verstellst dann einfach irgendwas weiter oder sagst, okay, ich habe jetzt meine Programmpunkte gefunden und gehe dann in die Programmierung. In der Programmierung ist es dann so, du gehst auf Programm und du siehst jetzt hier unten, ich habe jetzt die ganzen Dim-Punkte von 1 bis 8. Das heißt, im Tagesablauf von links nach rechts sind die ganzen Dim-Punkte da. Das ist jetzt einfach erstmal willkürlich ähm, die ganzen Dim-Punkte gesetzt, auch ein bisschen durcheinander, weil das ist einfach nicht die Programmierung, wie ich sie normalerweise habe. Ich habe gerade ein bisschen rumgespielt. Und du siehst halt von 1 eins, von eins bis 8 die ganzen Punkte, kannst dann über das Plus und Minus einfach Punkte wieder hinzufügen. Du kannst auch das Ganze so programmieren und drückst dann auf Play und dann würde der dir dann den Tagesverlauf einfach mal dimmen, damit du siehst, was hast du da überhaupt programmiert. Und wenn du möchtest, dass die Lampe das übernimmt, dann musst du einfach nur auf Start drücken und dann sendet das Telefon diese Programmierung an die Lampe und erst dann nimmt diese Pro die Lampe auch das eingespielte Programm ähm, an und äh, gibt es dann so wieder, wie du es halt ähm, eingestellt hast. Wenn das jetzt eine neue Lampe wäre und ich habe das Programm nicht, was da drin ist, wenn du zum Beispiel zwei oder drei Lampen davon hast, dann könntest du einfach über Download gehen und sagst, okay, ich möchte mir das Ganze jetzt auch wieder auf mein Telefon holen, damit ich dann auch hier in dem Diagramm dann die Einstellung dieser speziellen Lampe dann habe. Über Presets kannst du dann voreingestellte vom Hersteller angegebenen LPS- oder S-Programme machen. Das ist natürlich auch Geschmackssache. Ich selber nehme diese voreingestellten Programme zum Beispiel überhaupt nicht. Ich fummel immer selber gern daran rum und hoffe, dass das dann auch für die Korallen so passt und nicht nur für mein Auge. Dann gibt es noch drei weitere Punkte ganz unten. Das ist einmal das Cloud. Wenn du das Cloud aktivierst, kannst du in dem Zeitraum, wo du es angibst, kannst du quasi so einen Wolkenflug simulieren. Ich persönlich brauche es nicht, dass die, dass die LED so dimmt und flackert. Habe ich persönlich nichts davon. Ich denke dann wahrscheinlich eher, dass die Lampe kaputt ist. Ich benutze diesen Modus nicht, aber ist auch wieder eine Frage des Geschmacks. Bei dem Storm, da bin ich mir noch nicht so ganz so sicher, denn ähm, also ich kann hier die Intensität genauso wie beim Cloud einstellen und sage einfach jetzt mal Demo und dann kommt dieses Blitzgewitter. Bei dem Becken würde ich sagen, brauche ich kein Blitzgewitter. Jetzt stell dir mal vor, du hast ein 90er Becken, 60 breit, aber nur 30 hoch, also so ein Lagunenbecken. Vorne Bora Bora Sand, schöne leuchtende Korallen, das Gestein kommt so langsam die Langzunge hoch aus dem Becken hinaus. Oben dann noch so Mangroven und so einen kleinen Bonsai-Baum, der sich so in das Gestein reinkrallt und darüber hängt dann über Seile diese Lampe und blitzt dann und simuliert das Gewitter. Ich glaube, dann ist das schon was ganz anderes als in so einem Klotz. Ne? Also lieber eher so ein, ich sag mal, so ein Lowrider-Becken und glaube ich, da, da macht das dann auch Sinn, so ähm, diese Funktion mit reinzunehmen. Zum Schluss hast du dann noch das Moon. Das ist halt der Mondzyklus, der dann noch in der Dunkelphase simuliert wird, ist natürlich auch Geschmackssache. Ich persönlich habe es gar nicht drin. Also du siehst, es hat sich einiges getan von der Programmierung her, was man mit der Aquarius-Reihe jetzt machen kann. Im Gegensatz zu dem Controller, der über das Kabel damals war. Und ich finde, es ist sehr komfortabel. Man kann es sehr schön einstellen. Die Dimmphasen der Lampe sind wirklich super gut. Man sieht fast gar nicht, dass die Lampe arbeitet. Je nachdem, wie du natürlich die Sprünge machst. Machst du einen großen Sprung, dann ist natürlich die Geschwindigkeit der Dimmphase auch dementsprechend. Aber ähm, ich finde... Von den 80er Becken, die 60er passt wirklich gut. Oh, jetzt kommt das Blitzgewitter noch. Habe ich es denn doch noch aktiviert? Und ähm, also, wie gesagt, die 60er auf einem 80er Becken. Es ist komplett in den Ecken ausgeleuchtet bis vorne hin. Jetzt ist es auch nur 40, 40 tief, das Becken. Das kommt der Lampe wahrscheinlich auch sehr zugute. Bei einem 50er würde ich aber trotz alledem noch sagen, wenn man sie mittig positioniert, passt das wirklich. Und es ist eine super Lampe für, ich sag mal, das ist jetzt ein 123 Liter Becken. Ich würde sagen, das ist von der Größe absolut genau getroffen und ich bin mal gespannt, wie die Korallen weiter darauf reagieren. Das war mein kleiner Test über die Aquarius 60 Plus Reihe. Ich finde, es ist eine gelungene Lampe für diese Beckengröße. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wir sehen uns.